Hallo, heute mal ein neues Spiel, und zwar Microsoft Crash Landing. Und zwar ist er hier mit einem Raumschiff gelandet, mit einer Pampa. Und wir müssen hier überleben, so gut wir können. Problem dabei ist, wenn wir tot sind, dann sind wir auch tot. Da gibt es kein Zurück mehr. Also müssen wir sehen, dass wir hier, sage mal, was erreichen. Das war, wir nicht sterben werden. Aber müssen wir auch erst mal sehen. Ich selbst habe das Spiel heute das erste Mal gesehen und dachte, Mann, das ist nicht schlecht, das muss ich mal ausprobieren. Und zwar habe ich das bei Fischkopf gesehen. Auch ein Let's Player, den ich ganz gerne gucke. Und ich dachte mir, naja, warum probierst du das nicht auch mal aus? Und ich war eigentlich zufrieden mit dem Spiel. Außer, dass ich bisher schon zweimal tot gegangen bin. Und nun dachte ich, ach, warum nimmst du es nicht gleich mit auf? Und so habt ihr auch noch was zu lachen. Also das Problem an dem Spiel ist ja, wenn man tot ist, dann ist man hier tot. Dann ist das Spiel vorbei, aus, Ende, dann geht's nicht weiter. Was natürlich schnell zum Ende führen kann. Achso, deutsche Seite. So, dann würde ich sagen, kümmere ich mich jetzt erstmal um. Ich muss natürlich auch erstmal reinkommen. Ich bin im Grunde gar nicht so der Minecraft-Spieler. Ich hab mal. Na, wie heißt es? Jetzt komme ich nicht auf den Namen, verdammt. Ja, ich hatte mal. Und das habe ich wirklich. Sehr gutes Spiel. Ach, Mensch. Ich komme einfach jetzt nicht auf den Namen. Aber ich habe es, ganz sicher. Ja, hatte ich gespielt. Und mehr Erfahrung habe ich eigentlich gar nicht in Minecraft. Das ist ein Spiel, was ich bisher nicht wirklich so gespielt habe. Hardcore Skyblock habe ich gesehen. Genau so heißt es. Und ich muss sagen, ich fand das Spiel sehr gut. War wirklich ein gutes Spiel. Habe ich oft gespielt. So. Hier mache ich mir einen Klon. Das ist sehr wichtig, wenn ich tot gehe und hier mein Klon drin ist, werde ich auch wieder erscheinen. Bin ich nicht ganz tot. So. Dann werde ich noch die Bücher hier wegbringen, die ich jetzt nicht brauche. Entschuldigung. Dann hier ist ein Gewehr. Das werde ich mir schon mal mitnehmen. Und ich habe gemerkt, man muss es natürlich auch nachladen. Habe ich leider einige Male nicht und sah dann sehr schlecht aus für mich. Ich möchte sagen, das war das letzte Mal, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber irgendwo muss ich mal den Sound leiser machen. Sehr, sehr laut. Ich denke mal so, ist okay, oder? Ja, muss ich auch nicht so schnell. Oh, wird schon Nacht. Dann, oh Gott, oh Gott. Ich wollte natürlich noch Holz haben. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ja. Werde ich mal schnell hier ein bisschen. So, Werkzeuge habe ich auch noch nicht, was die ganze Sache auch etwas erschwerlicher ist. Die normalen Holzwerkzeuge sind auch nicht so doll, die sind im Grunde gleich kaputt. So, nochmal hier ein bisschen Platz mitnehmen und dann wirklich ganz schnell rein, bevor ganzen
Monster spawnen hier. Weil die werden mich dann gleich tot machen. Naja, jetzt habe ich ein bisschen wenig mit, aber. Naja. Okay. Oh, aber genau richtig. So. Dann. Wir hier. Oh, die Sound sind immer noch sehr laut. Das muss ich wirklich ändern. Das ist mir zu laut. Dann stellen wir das Ding hier hin. Und. Dahin. So. Dann hatte ich einen Stuhl. Den stelle ich mir hin. Dann bin ich nicht so erschöpft, wenn das losgeht. So, da kommt mein Klon. Dann. Ich packe mal den Schöpfling erstmal weg. Weil es kann immer passieren, dass man mal was abbaut und vergisst, was man braucht. Und dann ist der plötzlich weg. Ja, im Grunde geht es darum, sich erstmal um Wasser und um Essen zu kümmern. Das sind so die grundlegendsten Sachen hier. Und natürlich sich nicht von den Monstern fressen lassen. Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel heute das erste Mal gesehen. Bei Fischkopf. TV. Das war auch ein Let's Play, den ich gerne gucke. Ich fand das Spiel eigentlich gleich ganz gut und muss das selber mal ausprobieren. Die Mod kannte ich vorher selber noch nicht. Aber da ich Hardcore Skyblock gespielt habe, jetzt komme ich auch gleich auf den Namen. Und das Spiel eigentlich ganz gut fand, dachte ich mir, das spiele ich auch mal. Aber ich muss sagen, diese Variante ist wesentlich schwerer. Weil man hat nicht so viele Herzen, die einem das Leben sichern. Weil man hat wirklich nur den Klon, den man da hinten selber produziert. Und das geht auch nur einmal, weil ansonsten braucht man Strom wahrscheinlich. Aber soweit bin ich noch gar nicht. Ich kenne das Spiel soweit noch gar nicht. So, dann bräuchte ich meine Kiste. Hoppala. Das war laut. Und wenn ihr Ideen habt oder was ich besser machen kann, höre ich gerne eure Tipps und so, weil ich habe im Grunde keine Ahnung von Minecraft. Das ist im Grunde ein Spiel, was ich nie wirklich gespielt habe. Nein. Ich wollte mir ein paar Crews machen. Also, genau. Damit ich Crocs, genau so. Damit ich, wenn es wieder Tag ist, da oben, ja, das Laub wegkriegen, um neue Saplings zu bekommen. Damit ich Wasser bekomme und Essen. Um Essen zu bekommen, muss ich den Zombies die Gehirne einsammeln. Ja, das ist natürlich wirklich Action hier. Da oben rennt eine Spinne rum. So, nun kann ich im Grunde erstmal gar nichts machen. Weil ich gar nicht genug Material bei habe. Ja, schlecht. Nochmal Munition drin. Na. Hier wäre noch mehr Essen drin. Auch sehr wichtig. Aber ich wollte den Sound nochmal leiser machen.
Da die Musik so ist, so ist es ja. Wollen wir mal sehen. So ist es leider? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist nicht leise, oder? Was muss ich machen, dass das Spiel leiser wird? Ich weiß es nicht. Dann schreie ich euch jetzt erstmal weiter an. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ich das mache. Da hoppelt eine Spinne durch die Gegend. Ich denke mal, hier kommen wir noch nicht weiter. Hier brauchen wir Gehirn. Ach, das hatten wir jetzt gar nicht geholt. Naja, gut. Da liegt draußen nämlich eins rum. Gleich am Anfang. Das habe ich nun natürlich vergessen. Dirty Water ist... Ja, hätte ich jetzt zwar machen können, aber ich habe Sand lieber da draußen gelassen. Ja, wollen wir mal hier ein bisschen Platz machen. Einfach nur mal so, weil wir haben Zeit. Weil raus kommen wir ja noch nicht. Kaputt, ja. Ich hätte im Grunde erstmal wesentlich mehr das holen sollen. Und kriege ich die Dinger ab? Nein. Kriege ich da ein Loch rein? Das sieht auch nicht so aus. Kriege ich hier ein Loch rein? Ach, nur knatsche ich ein Buch ständig gegen die Wand und das geht kein Loch rein. Ach, da bin ich. Das ist mein nächstes Licht sozusagen. Da kommt es. Sehr schön. Wahrscheinlich ist das jetzt nicht gut, was ich mache, aber so mache ich wenigstens was, würde ich sagen. Komme ich noch mal ein bisschen an das dran. Ist ja nicht schlecht. Kann ich ein bisschen was sieben? Auch wenn nur mein Schiff fällt nicht mir auf den Kopf gleich. Weil ich hier alles unterhöhlt habe. Würde mich interessieren, ob hier unter natürlich auch Monster spawnen können. Theoretisch ja nicht. Ja. Oh Mann. Ich sollte das auf jeden Fall zumachen. Damit ich nicht plötzlich überrascht werde, würde ich sagen. Oh, kann ich ein bisschen sieben wieder. Und ich würde sagen, es wird auch heller. Sehr schön. Machen wir Glas, dann sehen wir, was da los ist. So, setzen wir uns mal hin, sieben die ganze Sache nochmal durch hier. Was ist das so wieder? Ja, da kriegt man dann halt ein paar Sachen. Die man denn braucht, nicht? So, ich glaube jetzt fangen die Zombies und Skelette an zu brennen. Dann werde ich wohl gleich raus können. Hoffe ich zumindest. Ja, ich wollte jetzt eigentlich sehen, dass ich mir erstmal einen Ofen bauen kann.
um Eisen zu schmelzen. Das ist der Plan. Und dafür brauche ich natürlich sehr, sehr viel Stein. Das würde ich mir jetzt hier erstmal so besorgen. Oh, wie sieht es denn aus? Ups. Also. Ich glaube, wir können es nicht gehen. Ups. Fisch? Okay. Mit einem hätte ich jetzt gerechnet, aber nicht mit einem Fisch. Da wird man eigentlich von hinten an. Sag mal. Na. Na, was hat denn die gefressen? Ach, was sind denn das hier für Viecher? Ich sterbe gleich. Weg! Was sind denn? Ach Gott, schön. Was war das denn? Oh mein Gott. Ich sterbe doch gleich wieder. Oh mein Gott. Ah ja. Das ist übrigens mein Klon. Ach, was läuft denn hier noch alles rum? Und explodier mal! Der will nicht. Da ist noch eine Spinne, die meinen Grabstein bewacht. Was ich nur. Sag mal, wie oft habe ich auf diese Spinne geschossen, verdammt. Und. Ach, ist nicht da. Dachte, ich krieg mein Gewehr wieder. Ja, naja. Ich stirb hier. Stirb, 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 stirb. Ach, stirb. Mei. So, ein Scheiß. Oh Mann, Mann, Mann. So, naja, so stirbt man auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Immerhin bin ich schon gleich erstmal im ersten Spiel totgegangen. Das ist auch nicht schlecht. So, dann bedanke ich mich und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Würde mich freuen. Tschüss.